Ja, das ist ja ein Ding, sag ich mal, ja. Ich habe gerade gesehen, ich habe mal jetzt, das ist auch alle typisch Facebook, ja. Man blickt da nicht durch, ne? Denken die. Aber irgendwann blicke ich da doch durch, ne? Und das ist eben das Schlimme, ne? Für alle anderen auch, weil verarschen geht immer nur bis zu einem bestimmten Punkt und dann geht das nicht mehr, ne? Ja. Also ich habe da ein paar Abonnenten, die wohl fake sind, habe ich gerade gesehen. Ja? Ich habe jetzt überall da auch Freundschaftsanfragen versendet. Ich bin mal gespannt, wer das annimmt. Ja? Also mich stört das ja nicht unbedingt mit den Fakes da. Ja? Also ich finde das nicht so schlimm, aber es verschandelt natürlich das Bild. Ne? Sag ich mal, weil das sind ja keine echten. Ne? Überzeugt damit, ja, das sind ja keine echten Abonnenten, ja, sondern nur Spinner, ja, weiter nicht, ne? Ja. Jedenfalls habe ich jetzt wieder, bin ich jetzt wieder in die Offensive gesang, habe, gegangen, gesangen, und habe ein paar Freundschaftsangebote gemacht, wo ich denke, könnte passen. Ja, jetzt stellt sich heraus noch, ja, ich bin ja immer offen, dürft ihr nicht vergessen. Aber ich bin so schlecht. Also ich sag mal so, wenn ich hier nicht wohnen würde, müsste, weil ich muss hier wohnen, mich kotzt es hier so an, ihr habt keine Ahnung wie. Ja, es ist nicht zum Aushalten. Ja, und ich muss das aushalten. Versteht ihr, was ich meine? Ja, es ist einfach nur noch schrecklich und ich brauche dringend eine eigene Wohnung. Ich muss hier raus. Das hat keinen Sinn hier. Ja, das geht immer weiter und wird nie heiter. Es ist immer scheiße hier. Ja, und das geht mir auf den Sack. Ja, geht mir echt auf den Sack. Ja, ey, ich kann auch nicht jeden Morgen. Ich bleib ja schon hier drinnen, aber ab und zu muss man ja irgendwas reden. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ich kann es nicht erklären. Ja, dann heißt es wieder schlecht, das redet ja wieder schlecht. Nee, das ist kein schlecht reden, das ist nicht zum Aushalten für mich. Ich bin ein gut gelaunter Mensch. Ja, ich habe immer gute Laune, wenn ich aufwache. Immer. Prinzipiell. So. Und dann passieren komische Dinge. Hier geht der Computer nachts an. Na gut, ich hab den nicht ausgemacht. Ja, ich hab den auf Standby gehabt. Ja? All so eine Sachen. Also, mich kotzt das an. Kaum schlafe ich wieder wie früher. Ja, gut, okay. Also das bedeutet ja, dass es nicht weiter tragisch ist. Ja. Ja, aber trotzdem, also ich muss hier raus. Das ist wirklich zum Verzweifeln. Ich hoffe, dass ich werde jetzt weiter wieder suchen. Also ich habe jetzt wieder die Suche eingestellt gehabt, ja, nach einer Wohnung, weil ich ja hier bleiben will in dem Ort. Aber das ist mir jetzt egal. Nachdem ich heute Morgen schon wieder so viel Scheiße erleben musste, ja, was mir so auf den Sack geht, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie sehr mir das. Ich mache hier den Computer an und dann geht der Ton nicht, dann ist, also rechts ist alles im roten Bereich und steht. Da denke ich, naja, starte mal neu. Also so fing der Morgen heute an, ja. Da war ich schon bedient. So, dann gehe ich raus, weil ich erinnern wollte, dass er da was mitbringen wollte gestern und vergessen hat. Ja, habe ich ihn daran erinnert. Ja, Gott sei Dank, ich habe schon gesehen, wie er mich anblöken wollte. Ich sage, geh gleich wieder raus. Ich geh gleich wieder raus. Wisst ihr, wie sehr mich sowas ankotzt? Wisst ihr, wie sehr mich sowas ankotzt? Ihr habt keine Ahnung, wie sehr mich sowas ankotzt, Mann. Am liebsten hätte ich den Schädel abgeschlagen, Mann. Ja? Was kann ich denn dafür, wenn ihr so drauf ist? Das ist doch nicht meine Schuld. Ja, er hat doch was vergessen, nicht Ecke. Und ich bin dann der Schuldige, weil ich rausgekommen bin und ich gewagt habe, ihn daran zu erinnern.
Nee, das geht mir auf den Keks so weit. Das muss man doch verstehen, Mann. Ja, was kann ich denn dafür? Hätte doch nicht vergessen müssen, wir könnten ja nicht rausgehen, früh morgens. Versteht ihr? Und so ist das oft, Mann. Die schieben mir ihre Scheißlaune in die Schuhe. Und geben mir die Schuld für irgendwas, was sie selber verbrochen haben. Und das kann ich langsam nicht mehr ertragen. Das ist so ätzend, dass ich hier nicht weg kann. Ja? Sonst wäre ich schon längst weg, Mann. Gut, Detlef, ist in Ordnung. Du hast mir da ein Zimmer angeboten. Und diese edle Frau da, die hatte mir auch mal ein Zimmer angeboten. Ja, aber einer hat ja mit dem anderen nichts zu tun, weil im Prinzip bringt es ja nichts. Ja? Bei Detlef schon eher, weil da wäre ich wieder in Berlin. Also Detlef, ich werde jetzt mal Kontakt zu dir aufnehmen. Und vielleicht komme ich doch zu dir da, wenn du da ein Zimmer für mich übrig hast. Du hast ja schon gesagt, bei dir gibt es nicht so einen Stress, wie ich hier habe mit Strom und was weiß ich nicht. Ey, ihr habt ja keine Vorstellung, was der hier manchmal abzieht für Dinger, Mann. Ich fange ja gar nicht zu heulen, so sauer bin ich, Mann. Und verzweifelt zugleich. Das gibt es ja gar nicht, was ich hier erlebe, Mann. Und doch erledigt es. Und das ist das Schlimme. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja? Mit so viel Scheiße. Ich will hier nur hin, ich will hier weg, damit ich wieder meinen Frieden finde, Mann. Hier kann man nicht in Frieden leben, in der Wohnung, wo ich gerade bin. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Na, weil der kein Frieden will. Ganz einfach. Hä? Wo ist das? Gut, ciao. Mann, bin ich sauer, Mann, da, ehrlich, wie mich das ankotzt.